Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Fashion Pack Opening. Ich war fleißig in letzter Zeit, habe ein paar Sachen geshoppt und würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Auspacken. Leider kann ich meine Dior Kette, die ich mit Diamanten besitzen lassen habe, erst in circa 2 Stunden abholen. Sonst hätte ich ihn auch ins Video gepackt, aber dann ist leider auch draußen schon dunkel. Das Video muss halt morgen kommen. Deswegen schaffe ich es nicht mehr, euch die zu zeigen. Ich zeige die euch einfach im nächsten Video dann. Und ja, wir fangen an mit 2 außergewöhnlichen Sachen für mich, weil ich meistens schwarz trage, wie auch heute. Und ja, ich habe mir bei ASOS, seit 3 Jahren oder so mal wieder bei ASOS bestellt, habe ich mir eine weiße Jeansjacke geholt. Leider, also von der Breite her ist die voll in Ordnung, von der Ärmellänge ist die sehr nice. Nur die geht zu lang nach unten, also der Schnitt ist jetzt nicht so nice. Das sieht dann so kittelmäßig aus, deswegen, ja, ich habe die nicht gekauft, weil ich jetzt fett anziehen wollte, sondern eher eigentlich für ein Instagram-Bild, weil ich hatte mal Bock auf ein All-White-Instagram-Outfit. Deswegen habe ich mir auch noch eine weiße Cargo-Hose geholt und hier unten hat die noch, ja, sowas zum Zuschnüren, also so ein Bund, um die Hose unten enger zu machen. Die Hose hat, glaube ich, 40 oder 50 Euro gekostet, die Jacke war teurer, ich glaube 200 bis 300 Euro war... Ja, ein bisschen dumm, die zu holen, aber das Instagram-Bild kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Ich kann es euch ja mal einblenden. Das hat jetzt über 70.000 Likes. Das ist wirklich geisteskrank für 420.000 Follower. Freut mich, dass das Bild sehr gut bei euch ankam. Wir kommen zur nächsten Sache. Und zwar war ich jetzt mit 2 Kollegen in Köln im Apropos. Ich habe es mir da geholt. No Werbung. Und ja, ein Kollege von mir hat Sonnenbrillen gesucht. Und ich habe eine gefunden. Der kaufsüchtige Boss natürlich noch mal am Start. Ja, ich habe mir eine Tom Brown Sonnenbrille geholt. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden wissen, dass ich schon 2 Tom Brown Sonnenbrillen hatte. Die habe ich aber gesponsert bekommen von City Optik House damals. Die habe ich beide verloren. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr armes Deutschland. Ja, und ich habe gedacht, ich hole mir mal eine neue. Das ist auch ein anderes Modell. Ja, wenn wir das Ganze hier aufmachen, dann kommt uns die Sonnenbrille schon entgegen. Und ich finde, die erinnert mich so ein bisschen an diese Vintage Brad Pitt Sonnenbrillen, die der immer trägt. Ja, so sieht die aus. So ein bisschen abgedunkeltes Glas. Hier oben noch so eine Verbindung und ansonsten so voll die Retro-Optik. Das ist so eine, ja, Two-Tone-Brille, würde ich fast schon sagen. Hier, das ist so ganz normal Silber-Metallfarben. Und am Ende hier ist so... Gelbgold oder Roségold, ich weiß es gar nicht. Aber sehr, sehr, sehr nice Brille. So sieht die an mir aus. Ist jetzt nicht das beste Outfit, um die dazu anzuziehen, aber ich finde, die kauft auf jeden Fall ganz cool. Ist jetzt nicht was für jeden Tag, aber ja, ab und zu kann man die auf jeden Fall tragen. Kommen wir dann zu einer weiteren ganz besonderen Sache und zwar gibt es was Neues von Keno Diamonds. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, ich kann es nur noch mehr erwähnen, also falls ihr es nicht tut, dann habt ihr was verpasst. Die haben das hier schon gesehen und zwar habe ich mir ein Baguette Bracelet geholt. Leute, keine Angst, ich erwähne direkt, Keno hatte das Bracelet im Bestand, also für die, die jetzt nicht so die English Pros sind, Bracelet heißt natürlich Armband und ich muss mich dazu wirklich mal kurz rechtfertigen und zwar, keine Angst, es sind keine VVS oder VS Diamanten. Das ist ganz, ganz armes Deutschland. Sonst wäre das wirklich geisteskrank teuer, sonst lägt das im guten 5-stelligen Bereich und das tut meins nicht, das sind SI1 Steine, also jetzt nicht die allerschlechtesten SI2 Steine, was aber auch noch echte Diamanten wären. Im Gegensatz zu manchen anderen YouTubern, die jetzt in ihrer Instagram-Story Werbung für irgendwelche Fake-Jewelry-Kacke gemacht haben, also nicht, dass ich sowas verwerflich finde, aber solche YouTuber haben früher gegen mich geshootet, dass es bei mir nicht läuft und jetzt, wo es andersrum ist, dann ja, darf ich ja wohl auch mal zurückschießen. Mit CZ-Stein besetzt. Digga, das ist Next-Liga-Shit. Okay, und zwar ist das hier ein Bracelet mit SI1 Stein und Weißgold. Bei Jewelry-Sachen, die ich mir selber anfertigen lasse, ist es so, dass ich eigentlich nur ab VS und aufwärts mache. Aber Keno hatte das Bracelet halt im Bestand und hat gesagt, ey Bro, willst du ein Baguette-Bracelet haben? So, ich mache dir einen guten Preis, machst du noch eine Erwähnung, fertig. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich hole mir das. Das ist ein guter 4-stelliger Betrag, aber ja, ich finde, es sieht unnormal nice aus, so mit der Uhr zusammen. Deswegen, ja. Habe ich mir das geholt. Kommen wir zur nächsten Sache, die ich mir geholt habe. Die habe ich noch nicht mal aufgemacht. Und zwar habe ich ein Travis Scott Merch T-Shirt ersteigert. Jetzt brauche ich doch eine Schere. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe das ersteigert und habe dafür, ich glaube, 90 Euro glatt bezahlt. Das ist für ein T-Shirt auf jeden Fall nicht wenig, aber für so ein T-Shirt ein sehr guter Preis. Und zwar ist das hier das T-Shirt. Das T-Shirt sieht mir aber klein aus. Also das ist auf Gildan gedruckt und das ist Größe M. Ich gewusst, dass es Gildan ist, hätte ich auf jeden Fall, vor allem das ist auch gewaschen. Ey, Alter, guckt euch mal die Ärmel an, das ist ja wirklich, also, wenn ihr euch mal hier die Ärmel anguckt,
wie lang, die sind so lang. Und das ist der Nachteil davon, wenn man Echtzeit Fashion Pack Openings macht. Dann stellt man halt auch mal fest, dass man einen Fehlkauf gemacht hat. Und ja, ich habe jetzt eigentlich 90 Euro für ein T-Shirt gezahlt, womit ich halt null was anfangen kann, weil es mir halt tatsächlich zu klein ist. Und nein. Das ist jetzt gerade sehr ärgerlich, weil es ist ein sehr, sehr schönes T-Shirt. Meiner Meinung nach. Also sehr, sehr nicer Print auf jeden Fall. Schade. Das ärgert mich jetzt ein wenig. Aber Leute, zu guter Letzt noch eine Sache, die hat mit Fashion nichts zu tun, aber ich dachte, ich zeige sie euch trotzdem mal. Vielleicht habt ihr es auf dem zweiten Kanal noch nicht gesehen. Und zwar habe ich für meinen zweiten Kanal, wo ich eigentlich fast täglich Reactions hochlade, einen silbernen Playbutton bekommen. Justin Light, silberner Playbutton. 100.000 Abonnenten. Ja, vielen Dank an alle von euch, die da supportet haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr es tun, bevor ihr nur Mitläufer seid. Spaß beiseite, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Haut rein. Peace.